gucken wir uns noch zwei, drei Sachen an. Und zwar entscheidbare Probleme. Das wird uns im weiteren Verlauf der Veranstaltung noch beschäftigen, der Begriff der Entscheidbarkeit. Was heißt das? Ja, Entscheidbarkeit heißt einfach, wie im täglichen Leben, mal müssen wir mit Ja antworten, mal müssen wir mit Nein antworten. Also müssen wir uns irgendwie entscheiden zwischen zwei Alternativen. Ja? Und wir wollen so ein paar Fragen formulieren, die wir halt entscheiden können für L3, weil wir werden im Laufe der Veranstaltung auch noch Probleme kennenlernen, die wir halt nicht entscheiden können. So, es ist entscheidbar beispielsweise, ob die Sprache eines Automaten, ob die leer ist oder ob die unendlich ist. Wie kann man das machen? Wie kann ich beispielsweise, Sie sollen jetzt sozusagen einen Algorithmus formulieren, mit dessen Hilfe Sie diese beiden Fragen beantworten können. Wann ist die Sprache nicht leer, wenn Sie einen Automaten haben? Algorithmen, Datenstrukturen haben Sie ja schon gehört. Ja? Überlegen Sie sich mal so, Automat liegt als Graph vor. Wann ist die Sprache nicht leer? Was muss für den Graphen dann gelten? Ich gebe Ihnen mal zwei Stichworte. Und zwar einmal erreichbare Zustände und Menge der finalen Knoten. Wann ist eine Sprache nicht leer? Er lasse ich Sie nicht zum Mittagessen. Nee, das trifft es noch nicht. Der muss einen Zustand haben, ja, aber das reicht nicht aus, wenn er einen Zustand hat. Also auch das ist ein Automat. Ja, der hat einen Zustand, der muss final sein und noch was. Ja, der muss halt einen finalen Zustand erreichen können. Der muss einen finalen Zustand erreichen können, genau. Das ist was anderes, als Sie gesagt haben. Ne? Also es muss wenigstens ein finaler Zustand erreichbar sein. Und das Zweite, wann ist eine Sprache unendlich? Ein Zustand haben wir auf sich selbst sein? Das wäre ein Kriterium, aber das reicht noch nicht aus. Aber es geht in die richtige Richtung. Was ist denn so ein auf sich selbst zeigen? Wie male ich das denn immer? Quasi als ein Kreis. Und was ist, wenn hier noch weitere Zustände liegen? Also, der Graph muss einen Kreis enthalten. Aber auch das reicht noch nicht aus, weil dieser Kreis muss auch erreichbar sein. So, das ist etwas, was, das habe ich sonst immer in mündlichen Prüfungen gefragt. Wortproblem. Das ist, ich habe eine Sprache gegeben, ich habe ein Wort gegeben. Und das Wortproblem ist die Frage, gehört W zu L oder nicht? Wie löse ich das in L3? Wie lösen Sie das? Es kommt irgendjemand an, gibt Ihnen eine Sprache. Ist das lösbar? Also wenn L gegeben ist, muss es ja entweder gegeben sein in als ein Automat, als ein regulärer Ausdruck oder als eine Typ 3 Grammatik. So, was machen wir im ersten Fall? Wie können wir das Problem lösen? W ist in L. Uns interessiert die Frage. Ich frage sowas in der Klausur auch. Dann müssen wir auch was hinschreiben. Was würden Sie da jetzt hinschreiben? Das ist ganz einfach. Wir wenden A einfach auf W an. Ja, und dann sagt uns der Automat auch, ob das Wort da drin ist oder nicht. Denn entweder ist es in einem finalen Zustand oder keinem finalen Zustand. So, und hier haben wir gezeigt, für die regulären Ausdrücke, zu einem regulären Ausdruck gibt es auch einen Automaten. Den konstruieren wir. Das heißt, wir konstruieren einen existierten der A' und wir wenden A' auf W anwenden. Und hier genau das Gleiche. Es gibt einen der A' und es gilt genau das Gleiche. Ja, also, dieses Problem können wir lösen. Und das sei schon mal vorweggenommen, das können wir nicht für alle Sprachklassen lösen. Ja, also es gibt Sprachklassen, die werden wir noch kennenlernen, da können wir dieses Problem nicht lösen. Da wissen wir nicht, ob ein
und können nicht entscheiden, ob ein Wort zu einer Sprache gehört oder nicht. Ja, und da können sie sich überlegen, was sie wollen. Da wird uns kein Algorithmus einfallen, der uns das immer eindeutig beantwortet.